Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Chaos auf Deponia. So, wir haben jetzt die Brille. Also jetzt auch die richtig rum. Einmal aufs Periskop. Jetzt bin ich mal gespannt, vielleicht kommen wir jetzt gleich an die Turnierhand dran. Ja, jetzt komm schon. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Dann einmal rein da. Vorhang. Tür zum Funkraum. Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Funkstation ist, was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Moment mal, das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch... Hallo! Wink! Bitte kommen! Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink, melden Sie sich! Moment mal, die Stimme kenne ich. Das ist doch Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Wink, so antworten Sie doch. Hier spricht Cletus. Ich meine, das ist doch Cletus, klar. Bulls Verlobter, Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich geh mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Nein. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie mein Ex-Verlobte. Ich meine Goal, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Aufstiegscodes? So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer aufzuheben. Ja, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Wo sind Sie eigentlich? Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... Ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Wozu brauchen Sie die Aufstiegscodes noch gleich? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht auszudenken. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Nein, einen Moment noch. Verdammt.
Ach, was mache ich denn jetzt? Wenn Klites die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich von meinem Charme. Ja, Glück im Unglück. Wir sind alle im Eimer. Die Bios haben wir jetzt. Was ist hier für ein Vorhang? Moment mal. Hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich. Hier haben wir Knopf. Ach, da ist die Katze. Ja, die wird jetzt mal rasiert. Die Hauskatze eines kriminellen Syndikats zu rasieren, wäre voll extrem. So extrem, dass sie mich garantiert zum Ehrenmitglied ernennen. Na, dann wollen wir doch mal. Was soll das denn? Das ist ja nur eine Stoffkatze. Aber wo ist denn die echte Kitty? Egal. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Was hast du getan? Das wird dem Boss aber nicht gefallen. Abwarten. Boss! Boss! Und jetzt kommt der Boss. Sitzt meine Frisur? Was für eine Frage. Natürlich sitzt sie. Was? Wer? Was soll das? Wo ist der Boss? Hinter dieser Verrückten da? Ich habe einen Eindringling erwischt. Oh, arme Kitty. Brave Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Dieser kleine Nichtsnutz hat Kitty rasiert. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Das war auch mein Gedanke. Aber das sind doch nur Zuckungen. Diese Frau leidet unter Spasmen. Bravo. Jetzt hast du sie vollständig verärgert. Also, noch irgendwelche letzten Worte? Ich habe Donner ein Angebot zu unterbreiten. Okay. Donner ist ganz Ohr. Ich gebe euch Geld, viel Geld? Ich gebe euch Geld, viel Geld. Donner sagt nein. Gnade. Gnade. Genau. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay. Donner ist ganz Ohr. Ich könnte euch die Datasetten mit den Aufstiegscodes besorgen. Donner sagt nein. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Genau. Gnade. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Gnade? Gnade. Genau. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay. Donner ist ganz Ohr. Ich könnte doch bei euch einsteigen. Donner sagt nein. Gnade? Gnade. Genau. Gnade. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Was habt ihr denn überhaupt mit mir vor? Genau. Ah, nur zu. Nur zu? Ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Donner ist einverstanden. Wartet mal, es ist noch nicht zu spät, um Freunde zu werden. Sag tschüss, Rufus. Was? Oh oh.
Das war unangenehm. Gleich nochmal. Irgendwas müssen wir ja dann machen. Ab in die Einstiegsluke. Okay, mit wilden Rumraten kommen wir da nicht weiter. Nein, nicht überspringen. Was zum... Siehst du, was ich sehe, Donner? Offenbar hat ihm einmal nicht ausgereicht. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Nochmal? Genau, das war auch mein Gedanke. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay, Donner ist ganz Ohr. Das hat nicht geklappt, das auch nicht, das auch nicht. Vergesst es. Ich verhandle nicht mit Verbrechern. Wie du willst. Nur zu. Ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Donner sagt, nein, wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Also jetzt bin ich verwirrt. Ist das dein Ernst oder nicht? Sie hat genickt. Hast du gesehen? Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Herzlichen Glückwunsch. Rufus. Rufus, genau. Das schaffen nicht viele. Zwei bislang. Wie auch immer das vonstatten ging. Okay. Ich gehe mal auf die Brücke und ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber hier ist eine Turnierhand. Na endlich. Meine eigene Turnierhand. Ich weiß aber immer noch nicht genau, wieso. Jetzt gehen wir aber mal zurück in die Kneipe. Und spielen erst einmal mit Garnev eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. En garde. Was soll das werden? Eine Herausforderung? Zeig mal her. Yep. Das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Und sie sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. Bereit für eine Partie Snick, Snack, Snuck? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Schnick, Schnuck, Schnuck. Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Was? Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Start? Verdammt! Du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Mist, der ist ja fest. Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Start. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Huh? Na, warte. Zwei dran. Mist. Nochmal Schere? Du spielst ganz schön riskant für einen Anfänger. Start. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Huh? Na, warte. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Start. Diesmal habe ich was für dich, das du nicht erwartest. Pat, noch eine Runde? Stein? Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, was ich hier mache. Start? Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Er hat jetzt keine Finger mehr, also
Zitat? Unmöglich. Du hast mich besiegt. Ich sage es immer wieder. Leg dich nie mit Rufus an. Ich habe dich offenbar unterschätzt. Aber sei es drum. Ich bin ein ehrenhafter Spieler. Und um ein Wort zu halten, das geheime Klopfzeichen geht folgendermaßen. Kannst du dir das merken? Ich weiß nicht. Kann ich es nochmal hören? Verrat es aber niemandem weiter. Niemandem außer Goal. Was war das? Ich brauche jetzt Alkohol. Ich auch. Goal. Ich habe gehört, wir brauchen Alkohol. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist. Okay. Auf. Auf, auf. Aber, hey, stopp! Mist. Okay. Zum Marktplatz, ab in die dunkle Gasse. Tür, einmal das Klopfzeichen. Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ich weiß, ich hab da nur was durcheinander gekriegt. Das Klopfzeichen ging... Und wieder falsch. Verzieh dich. Mist. Das liegt nur an diesem schmissigen Groove, den sie auf dem Marktplatz spielen. Eine einsame Tür in einer dunklen Gasse. Wohin sie wohl führt? Kannst du wieder Musik nicht konzentrieren? Apotheker, die ist aus der Weichenstelle. Gerade. Hier ist nix. Gut. Moment. Ich meine, daran erinnere ich mich noch. Ich weiß, dass ich... Gale. Hast du uns diese neue Rekrutin besorgt? Klar. Nach all den Jahren endlich ein neues Gesicht. Janosch wird ausflippen und dann auch noch eine Frau. Jetzt wird uns niemand mehr auslachen. Lass mich einfach rein, okay? Okay, jetzt sollte es aber klappen. Das könnte hinkommen. Na endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Bei meinem Gedächtnis müsste ich eigentlich tatsächlich noch wissen, wie es geht. Er hat es ja vorhin einmal vorgeklopft. Na gut. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Das war doch dreimal? Wolltest du nicht klopfen? Nein, warte. Tja, leider wieder daneben. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ach, das gibt es doch nicht. Was ist jetzt? Kiste? Das hilft aber auch nicht wirklich weiter. So, das reicht. Ich komm jetzt raus. Bei Klopfstreichen verstehe ich keinen Spaß. Nanu. Hier ist ja niemand. Dann war es wohl doch kein Klopfstreich. Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Liebold. Ja, ich habe es wieder vergessen. Kann ich nicht einfach das alte benutzen? Ach, ja, okay. Aber nur, weil du es bist. Jetzt aber. Jetzt müssten wir auch reinkommen. Hey, das war richtig. Natürlich war's das. Na dann, worauf wartest du noch? Komm rein, die Tür ist offen.
Ja. Die Tür ist... Was? Finn empfiehlt, die Musik wieder einzuschalten. Dann gehen wir doch rein. Ah, noch ein neuer Rekrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Schulauf und angemessene Aufmerksamkeit. Bitte was? Wie war das? Was bekommt ihr? Schulauf. Und? Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist denn so witzig? Oh nein. Aufhören. Nein, warte, nicht aufhören. Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst? Bravo, grandios. Aber mal im Ernst. Was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands und kein Kinderfasching. Du bist richtig hier. Genau. Fasching war letzte Woche. Janosch? Wo zum Henker bin ich hier gelandet? Hallo, Rekrut. Was gibt's? Es heißt Rekrut mit K. Es heißt Rekrut mit K. Sag ich doch. Rekrut mit G. Ihr wollt eine Widerstandszelle sein? Ihr wollt eine Widerstandszelle sein? Für mich seht ihr aus wie ein Haufen Versager. Das mag dein erster Eindruck sein. In Wirklichkeit sind wir aber ein verwegener Haufen. Janosch, will dein neuer Freund auch einen Orangensaft? Nein, danke, Mama. Wo waren wir gleich? Bei eurer Verwegenheit. Ist ja auch egal. Wenigstens haben wir einen Plan. Was ist denn dein Plan? Was ist denn dein Plan? Wir sitzen hier und diskutieren, essen Chips und beschweren uns über die Ungerechtigkeit der Unterdrückung durch den Organon. Und was genau wollt ihr damit bewegen? Bewegen? Wer sagt denn was von Bewegung? Naja, steckt das nicht irgendwie in diesem Wort Untergrundbewegung? Ach so. Naja, ja, wir bewegen uns ja auch. Die Bewegung rund um die Sonne und weg von anderen Kontinentalplatten ist damit nicht gemeint. Oh, Dein Plan ist Mist. Dein Plan ist Mist. Meine Güte, du kannst das Wort Plan ja nicht einmal richtig aussprechen. Wenn du einen besseren Plan hast, dann raus damit. Ich bin hier, um Goal abzuholen. Ich bin hier, um Goal abzuholen. Unmöglich. Sie muss mir bei wichtigen Dingen assistieren. Bitte, was muss sie? Assistieren. Sperr doch mal die Lauscher auf. Goal braucht dringend eine Operation. Goal braucht dringend eine Operation. Im Widerstand muss man auch Opfer leisten. Und was ist, wenn sie einen bleibenden Hirnschaden davonträgt? Dann hat sie einen bleibenden Hirnschaden für die gute Sache davongetragen. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Pardon? Einen Plan. Ah, einen Plan. Es klang irgendwie nach Plan. Aber wenn du einen Plan meinst, da bin ich sehr gespannt. Leg einfach deine Dias in den Dia-Projektor. Sind das etwa Pappschwerter? Sind das etwa Pappschwerter? Was denn? Wir sind Pazifisten. Gesundheit. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Das Klo ist oben rechts neben der Haustür. Viva la Revolution. Schön. Okay, zufälligerweise haben wir Dias dabei. Versuchen wir doch mal. Hey. Was wird denn das, wenn's fertig ist? Ich nehme die Sache jetzt in die Hand. Ihr wollt den Organon stoppen? Meinetwegen. Aber dafür braucht ihr auch den richtigen Anführer. Mit Mut, Charisma. Check. Check. Einer einigermaßen verständlichen Aussprache. Check. Kurzum, jemanden, der es zur Not auch allein mit dem Organon aufnehmen würde. Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk ist ganz charismatisch. Ich meinte mich, ihr Trottel. Bring mich nicht zum Lachen. Was qualifiziert dich denn bitte für so eine wichtige Verantwortung? Was schon? Ich habe einen Plan. Oh ja, eine Dia-Show. Das wird bestimmt super spannend. Seht her und staunt. Jetzt geht's los. Oh, was ist denn das? Ein Black? Man kann ja gar nichts erkennen. Das ist ein Symbol. Ein Symbol? Ein Symbol? Wie geheimnisvoll.
Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Wow, was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe? Hier. Was ist das? Das ist ein Organon-Sprengturm. Das ist ein Organon-Sprengturm. Der finstere Fiskus hat solche Basen rund um den Planeten verteilt. Das ist beunruhigend. Ich hab Angst. Ich verstehe das nicht ganz. Warum sollte der Organon solche Türme bauen? Was ist der Zweck dieser Basen? Der Organon will den Planeten zur Explosion bringen, will den Erdball ausradieren, will die Welt zerstören. Will die Welt zerstören. Der Organon will die Welt zerstören. Was? Aber... Bist du dir da ganz sicher? Hundertprozentig. Es ist wahr. Der Auftrag kommt vom Elysianischen Ältestenrat. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Unfassbar. Aber was wollen wir dagegen unternehmen? Wir müssen uns wehren. Wir müssen uns wehren. Ein Angriff auf den Organon? Bist du denn des Wahnsinns? Wir wissen ja nicht einmal, wo wir zuschlagen müssen. Wissen wir doch. Das sind die Koordinaten einer dieser Organon-Basen. Das hier sind die Koordinaten einer dieser Organon-Basen. Sie ist das Ziel unserer ersten Aktion. Wow. Der Mann ist wirklich gut vorbereitet. Ich dachte, es gibt hunderte von Sprengtürmen. Warum sollen wir ausgerechnet den da angreifen? Argus will hier eine Bombe. Ich weiß nicht wieso, aber wir... Ich glaube, wir schaffen das gerade beim ersten Mal. Also es kommt keine Widerworte oder so. Hochgehen lassen, oder einäschern, entvölkern. Zur Explosion bringen und dadurch den Lebensraum um das Rostrote Meer unbewohnbar machen. Zur Explosion bringen und dadurch den Lebensraum um das Rostrote Meer unbewohnbar machen. Es gäbe keine Überlebenden. Diese erste Bedrohung abzuwenden hat also oberste Priorität. Wie schrecklich. Rufus hat recht. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Aber was dann? Was ist mit all den anderen Bombentürmen? Wir haben noch einen Joker in Petto, die Aufstiegscodes, wir haben noch ein Trommelablager, wir haben noch ein Ass im Ärmel, das geheime Wissen an Golds Gehirn. Wir haben noch ein Ass im Ärmel, das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, oh, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein, ich mach das schon. Oh, oh, jetzt nur nicht lachen, Gofus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Ein Organon-Sprengturm. Oh, mein Bauch. Wow, er hat es schon wieder getan. So ein Idiot. Oh, dabei war es gerade so spannend. Ich bin empört. Troll dich, du Strolch. Oh Mann, so ein Mist. Okay, also müssen wir den Plan so erklären, dass wir Rufus nicht zum Lachen bringen. Herzlichen Glückwunsch, wie das auf einer Stand geht. Ich glaube, ich seht ihr in der kompletten nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.